Und wir hören Esther Sedlacek. Janicella Sogga und Louis Häupi. Jetzt am besten zu mir gucken, nicht mehr auf den Bildschirm. Wir haben uns gedacht, mein Gott, was ist mit dem HSV los? So haben wir ihn ja lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ich bekomme die Antwort von Ihnen, Janicella. Ja, ich glaube, das da haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt, dass wir gut spielen können. Aber komischerweise können wir das immer am besten gegen Dortmund zeigen in der Saison. Ich weiß auch nicht. Dortmund ist so ein geheimer Lieblingsgegner von uns. Und ist einfach schön, dass wir heute 3 Punkte in Hamburg gelassen haben. Ist wichtig. Und jetzt freuen wir uns nächste Woche aufs Derby. Und war ein schönes Spiel. Und wir haben alles heute reingelegt und sind auch alle kaputt heute. Ja. Waren auf jeden Fall schon mal schöne Grüße an die Weser. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der BVB dem HSV so gut liegt? Ich weiß es nicht. Anscheinend ist so. Der Pierre hat es ja gut beschrieben. Wenn es immer so ist, unterschreiben wir es. Aber ja, es war ein hart erkämpfter Sieg heute, ganz klar. Und die Dortmunder haben es nicht einfach gemacht. Sie haben den Elfmeter verwandelt, Sie haben nur 2 Schritte zum Anlauf gebraucht, dann eiskalt verwandelt. War das der Plan? Ja, natürlich. Wird er müde. Wenn er 5 Schritte macht, wird er müde. Nein, das ist einfach so. So schieße ich meine Elfmeter. So habe ich mein bestes Gefühl. Und ich bin froh, dass es das 1-0 war. Ist immer so ein schöner Dosenöffner. Und vor allem wichtig gegen Dortmund, die sehr viel Druck gemacht haben in jeder Zeit. Und das hat uns gut getan. Und da konnten wir uns aufs Kontern heute verlassen. Und das haben wir dann auch gut gemacht heute. Und dann hat dieser Mann gejubelt, hat den Fans ein T-Shirt gezeigt, was er unter seinem Trikot anhat. Jetzt zeigen Sie es bitte auch allen anderen, die vor dem Fernseher sitzen und sich fragen, was hat er da gezeigt? Wussten Sie es noch nicht? Nee. Ja. Also, der Michel ist sogar der Superman. Ja, auf der anderen Seite war ja heute Batman und da konnte vielleicht nur Superman heute dagegen wirken. Nein, wir haben eine super Mannschaftsleistung gebracht und war überragend. Und ich finde, in dieser schwierigen Zeit, was momentan ist um den Fußball herum, und finde ich, gehört einfach ein bisschen Spaß dazu. Und ich hoffe, die eine oder andere konnte drüber lachen. Ja. Wir sind gespannt, welches T-Shirt er dann gegen Werder Bremen hat. Danke.